Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir der einen Trulle hier geholfen, haben das Harmoniediagramm entdeckt, mussten uns von Äpfel verabschieden und haben eine neue Heldenmission vor uns. Hier, der Charakter von Macht. Ach, guck mal, die eine Nehmige ist hier, die den neuen Charakter anbietet, ist sogar hier markiert. Wusste ich gar nicht. Dann würde ich die sogar heute als allererstes machen, damit wir einen neuen Charakter in unserem Team haben. Wo muss ich denn hin dafür? Irgendeine Schlucht musste ich, sagte das Game. Da muss ich hin. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen das zuerst. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir die Heldenmission machen, weil ich nehme dann lieber die, die auch einen Held bringt. Okay, wir haben einen Zielort, da reisen wir hin. Kommt der Hauptquest wahrscheinlich auch ein bisschen zugute. Da kloppen sich welche. Sollen wir uns einmischen? Entweder Agnes oder Kolonie 4 helfen. Ja, eine Kolonie 4 würde ich mal sagen. Na los, die machen wir eben alle. Jo, zack. Die sind interessante Maschinen, die da uns helfen, ne? Wenn die gefühlt nichts machen. Kommt, Leute, haut drauf. So, wenn, dann will ich die beiden da treffen. So, du bist tot. Der Sanitäter sollte auch mal am besten schnell sterben. Gegnern Heilung zugestehen. So weit kommt's noch. Und tot sind sie. Danke für die Nopal-Münzen. Danke. Freut man sich doch. Aktische Rüstung und aktische Erkennungsmarken. Oh. Die Seenkreuzung haben wir dann damit erreicht. Ich hoffe, wir sind schon stark genug. Also, daneben stand ja Level 19. Also, eigentlich müssten wir stark genug sein. Genau, Mio. Bella dem mal ein Lied. Da will ich hin. Haben fast den Ort erreicht. Topographical info updated. So, die Quest hat sich aktualisiert. Wo soll ich jetzt hin?
immer noch nach da unten. Nee, da ist Schutzpatronin der Nopon. Da will ich hin. 300 Meter noch. Das ist auch der DLC-Charakter, ne? Für den ich Geld ausgeben musste. Also die wird uns dann höchstwahrscheinlich auch nicht verlassen. Weil die im eigentlichen Sinne nichts mit der Story zu tun hat. Jetzt? Ja. Was bist du denn für ein cooler Wolf? Was cooles Fell. Als ob du aus dem Boden kämst. Ich glaube, der im Flug in das Ziel gewechselt hat. Jetzt sind die zwei Wuffis. Wie ist die Name? Könnt ihr mal aufhören, euch einzumischen? Immer kommt denn noch ein anderer Wuffi. So, nur noch einer. Und weg mit den Wuffis. Jetzt ja. Da schwebt ein Fisch. Da hinten schwebt ein Fisch in der Luft. Um Gottes Willen, was ist hier denn passiert? Okay, hier war eine Schlacht. Ich finde die Landschaft hier wunderschön, ne? Was seid ihr denn eigentlich für komische Viecher? Hoppers. Ach, stimmt ja, euch kenne ich ja aus früheren Teilen. Ihr habt mich immer auf den Bäumen genervt. Neue Ebene. Und da vorne kommt jetzt auch direkt ein neuer Charakter. Die Schutzpatronen der Nopons. Ich ignoriere die Gegner einfach mal. Da vorne ist sie. Die hat eine coole Waffe. Ja, wir helfen dir, Mädel. Ich finde, die ist auf jeden Fall gut designt schon mal, ne? Die Lady. Es war noch seitlich, ich dachte, ich stehe hinter dem. So, nur noch zwei. Diese Doppelklingen will ich auf jeden Fall nutzen. Nein, damit ich die Fusion verpennt. Ja, egal, ist eh tot. Gracious goods, that was close one. If not for Eno Eno, Caravan would be bittersweet memory by now. Eno heißt die. No trouble. Eno just happy everyone's still fine. Please to take good care on the ongoing. Only if Eno Eno dropped by Caravan of Cheerios soon. We'll offer special bacon savers discount. Promise.
Ist sie ein Android? Ich frage halt wegen dem Design. Excuse Ino? Ino just wanted to ask if not too much bother. Was it perhaps that it was friends that helped Ino help those Nahpod? Right. Ja. We happened to be passing by and saw you weren't in trouble, so. Oh, Ino knew it! Courage to thwack wicked monsters! Die gefällt mir. Total stranger pod! Humans like friends are very reason for inventing word hero pod, or whatever is human equivalent! Ino moved the unlimited. Hält die sich für Nopon? Seems a little dramatic. All we did was help you out in a scrap. Well, all it means is that we did well to give her assistance. By the way, your outfit looks quite unusual. Which side are you affiliated? What is the meaning of affiliated, please? Ich denke mal gar keinen. Let's try a different tack. Are those Nopon from before your friends? Judging by their manner of speech, I would surmise that they were already previously familiar with you. Affirmatory! All Nopon who live wild and free, Ino count each and every one as friends. Ich denke mir, die gehört echt keiner von den Fraktionen an. And with good reason, Ino gained double name by fight for universal Nopon love and peace. Ino is champion of all Nopon kind. Die will ich ins Team. So what you're saying is, the reason you helped those Nopon from earlier is because you see yourself as their champion. Correct! We're soup in Didi Doodle! That is why Ino must restore self to previous strength so Ino can accomplish duty which Grandmaster Pon gave to. Oh, snapcrackers! What's the matter? And he's losing Ino. Ino was just on verge of forgetting. Ino came here in search of high ether. High ether? What's that? Basically, Ino on hunt for scavengeables. Must therefore hurry up and get on with search and retrieval. You're going to search this place. Die Kleidung, die sie trägt, sieht ultra geil aus, ne? With dangerous monsters. Any chance we can offer you a hand? Meh? Sorry, did Ino hear right? Friend proposed to help Ino for second time? Huh? Klar, warum nicht? I suppose I did. So eine Frohnatur brauchen wir in unserem Team. Das haben Frohnaturen an sich. Shall we just call you Ino? Is that all right? Shuck! But Ino not even introduced self yet! How friend no name of Ino? This girl's got a lot going on, huh? On the app? Solche Lebewesen gefallen mir, beziehungsweise solche Menschen. Obwohl ich immer noch eher auf die Androiden reingehe. Also da glaube ich halt eher dran, dass sie ein Android ist und kein Mensch. Das käme vom Design halt auch mehr hin. So, wir bekämpfen so ein Vieh natürlich auch einmal. Oh nein, da hat sich noch ein Vogel angeschlossen dem Kampf. Warum liegen da zwei tot am Boden? Ich muss mal eben kurz den Healer nehmen. Oh, sag nicht, dass genau unsere Healer tot sind. Das ist ein schlechter Witz. Warum sind genau die Healer als erstes tot? Ah,
So, erstmal alle umwerfen nach Möglichkeit. Okay, nur noch ein Gegner. Und es leben auch nur noch ein paar. Ino! Mach was! Diese komische Impfung gemacht und fertig! Wir wären hier fast gestorben. Nee, wir lassen das Ding mal in Ruhe. Wir wollen da oben hin. Boah, wenn die schon so stark sind, ne? Ich will gar nicht wissen, wie stark diese Fische da in der Luft sind. Level 56 bloß nicht mit anlegen. Die wecken mich doch so extrem aus dem Leben. Nein, da sind wieder die Vögel. Hey, what's that shiny thing? Es ist Eva, ne? And high ether that Eno's searching for contained with inside. Well, we can't get near it like this. Das ist deren Gottheit. Well, Eno? Are you... Eno was created ready! Right on. Let's make it... Verzweiflungshopper. Soll das mir was sagen? So, alle drei direkt mal getroffen. Die sind kleiner, die müsste man leicht kaputt kriegen. Aber wie deprimierend, dass halt auch die Heiler direkt als allererstes tot waren, gerade eben, ne? Ich war schon bereit, hier wieder zu heilen, ne? Also wieder zu beleben. Ich kann doch nicht sehen, dass unsere Heiler ständig sterben. Nicht mehr in Ordnung. It's ether, all right, exposed to the surface. Looks similar to a regular ether channel, but the energy density is off the charts. Falsche Taste. I suppose we could harvest the energy rather this high ether into an ether cylinder as normal. Maybe. Want me to take a stab? No, cease and desist. Sofort sein lassen. Cannot harvest high ether with baseline cylinder? Are friends kidding? Would easily overflow capacity and cause vessel to rupture with extreme explosivity. Whoa, are you serious? Close call. What? You're not actually. Das wussten wir ja nicht. Lance, I beg of you. Occupational safety is no joking matter. Is there something else we could use then? Eno had just the ticket. Can use this. For to harvest high ether safely, can use this here HD Ether Cylinder Plus. Incidentally, HD stand for handy dandy. Handy dandy. I guess it does suggest some improvement on the classic ether cylinder design. Indeed. And its simplicity belies a high degree of efficacy bestowed by the added refinements. Well then, no time like present. Friend can go ahead and collect high ether now. So für Ether. You want me to do it? It's very rare chance for opportunity. Eno, do not mind letting Noah do honors. Please, be guest of Eno. It's definitely not going to explode, is it? Der fliegt mir nicht um die Ohren, ja. HD Ether Cylinder Plus come with Eno approved seal of quality. So please to place trust in. All right then.
You only live once. Let's get... Man lebt ja nur einmal, ne? Okay. Ah. Boah, gibt das viel. I'm reading another ethosphere. Okay. Muss ich da jetzt unbedingt hin oder kann ich da auch später hin? Right. That seems to have done it. Will this do? Please go ahead. What the? Wow. That hit. Did she just drew? Please tell me I hallucinated that. Eno, what did you just do? Oh! He's an Android, definitiv. Did Eno forget to explain? High ether energy source for powering functions of Eno! So, is that easier to show than explain? So please allow Eno to. Okay, demonstriere uns. Inofigation. All right, let's give it. Inofigation. Extra Neubegriff nur für einen Charakter. Die ist definitiv ein Roboter. Definitiv. Ein Roboter oder Android. Okay. Sehr interessanter Charakter. Und das auch mehr als eine Weise. Weißt du, ich würde. Ich habe auch erstmal erschrecken, so. Was zum Geil, du hast jetzt nicht ernsthaft den Äther getrunken, ne? Die ist eine Verteidigerklasse. Ich kann leider nicht in ihre Techniken gucken. Oh, that is pretty impressive. No, hold your ponios! That's impossible! This is all highly irregular. What in the world are you? Really? Then finally ask my question! Eno is creation of Nopon. Legendary Grandmaster Bonthusu. Final bestest and most strongest! Of all artificial blade! Huh? Wait, blade? You mean like our blades? The ones we fight with? You what? This is making less sense by the minute. You're saying you're an anthropomorphic blade? Is that it? So she's actually a human blade? Hmm. That's fishy. Real fishy. Hmm. Die ist eine gute. No, please, to please hang fire. Eno not have fishy bone in entire body. Grandmaster Pandusu say self, and he giga renowned crafts genius. Eno created for purpose of bring about peace and harmony for all Nopon throughout world. Eno artificial blade. Well, in truth, he also say Eno must not get involved in affairs of humans. Ah, although. Eno have no intention of hurting friends. Would not wish Dinsia's toast up on. Of course. Huh? I mean, I still don't really understand it. This artificial blade business. Still, one thing's abundantly clear. Earlier, well before we ever turned up, you were protecting the Nopon caravan. You fought for them, and you did it all by yourself. That takes real courage. Seeing that convinced me.
I believe what you said, Ino. Also, um mal da ganz kurz aufzuklären, das ist so eine Anspielung auf Xenoblade Chronicles 2. Da waren die Waffen so gesehen Lebewesen, also die hatten ständig diese Waffen bei sich, die hat man Klingen genannt. Und die konnten ihre Waffen nur dann verwenden, wenn sie mit jemandem verbunden waren, den sie dann Meister nannten. Und genau das ist Ino. Da hat sich auch ein Nopon zusammengetan, wollte unbedingt auch eine Klinge haben, weil es ihm nicht möglich war, normal eine zu bekommen. Und das war dann auch so ein Roboter-Mädchen. Ino ist halt so gesehen 2.0 davon, offenbar. Wait, wait, slow down. Can you explain what you mean when you say driver? Ino more than happy to. Definition of driver is human person who fight by side of Ino. Das hätte es ein bisschen episch erklären können. That, oh, but that very vital only driver can draw a bestest, truest power of blade. Ino want to get stronger and stronger for Nobon peace and happiness. Okay, let's all take a deep breath now. You know, that's not really what this means. It's actually... Well... Oh, how should I explain this? Actually, if Ino may, Ino always thought, if Ino get driver, Ino decided in deepest core... Ja, sie wünscht Ino sich. Would ask to call driver... Master Bon! Therefore, Ino would love nothing more than to be permitted to address friend as... Master Bon! Noah, if you're gonna say something, you should probably say it now, or else the ship will sail. You know what I'm saying? Well, yeah, but... Ist sie was? You said you trusted her, didn't you? Seems like an open and shut case to me. Das ist eine wunderschöne Szenerie. Ja, jetzt hört man ständig mal davon, ja! Driver of yours, is that like a partner of sorts? That right! According to Grandmaster Fun, drivers and blades were originally one in body and soul! Ich drücke ihm aus Versehen die falsche Taste. Got it. Well, look, I'm not sure if I can be all of that to you and meet all your expectations. But if you'll have me, I'll be your driver. Yeah, truly. You're one of us now, Ino. Yes, Master Bon! For all Nobon that inhabit world. Ich glaube, diese Quest haben wir damit fertig. Good fight. I feel like I should say, just for the record, our objective is not strictly to go around getting random Nobon out of trouble. Huh? Nah, is not? Come to think of it, we never did introduce ourselves, did we? We might not have. Da kommt euch aber später im Sinn. I guess maybe we should get started on that. Ja, abgeschlossen. Ist sie jetzt ein Held oder? Ja, ein Held. Nopon-Hüter, Rolle Verteidiger, Boni fürs Ausrichten, weshalb der korrekte Einsatz von Ausweichtechniken wichtig ist. Okay, schon mal gut zu wissen. Ja, ich höre. Okay.
Das wäre eine gute Frage. Das wüsste ich jetzt gerne. Da haben wir doch einen. Das nimmt man Faulheit. Knarri auch sagt Ido. Und dann haben wir einen Nebenquiz. Ach, man kann die mehrmals looten, die großen. Okay, gut zu wissen. Also jetzt ist diese Karawane wahrscheinlich nicht... Doch, die ist direkt hier vorne. Ich würde sagen, die ist jetzt nicht in der Nähe. Will ich mal ganz kurz gucken, was die so alles kann. Sie kann auch das Schwanken. Ich kann ihr offenbar ja auch mega viele Fähigkeiten geben. Pro eigener Kampfunfähigkeit den ausgeteilten Schaden um 50%. Okay. Was sind die anderen beiden Fähigkeiten? Technikeinsatz erzeugt mehr Wut. Ja, die Ausweichrate hieß ja, ist sehr wichtig bei der. Aber wie darf ich das jetzt mit eigener Kampfunfähigkeit verstehen? Naja, Leute, wir haben ein neues Teammitglied. Und Noah sollte sich jetzt auch direkt zu dem machen können. Verstehe ich es richtig? Ja. Na gut, aber solange wir ihn noch dabei haben... Lassen wir das mal eben kurz. Außer ich kann sie nicht nehmen. Nee, ist nur dabei. Na gut, Leute. Ich finde aber, hier war es das dann jetzt für heute. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr den Drill mit Abo und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.